Hallo und herzlich willkommen zurück zu die drei Fragezeichen und der Riesenkrake. Wir sind immer noch im Steampunk-Laden und haben leider noch nicht alle Sachen gefunden. Uns fehlen noch die Piratenstiefel, davon haben wir einen, den Ätherschreiber und die Röhrenpistole. Da müssen wir uns noch ein bisschen umschauen. Hier konnten wir. Die Vitrine ist abgeschlossen. Peter würde jetzt sein Dietrich zücken. Ich wähle lieber die sanfte Tour. Also er will es nicht aufbrechen. Das ist sehr schade, denn. Eine riesige Spielzeugpistole. Der Lauf sieht aus wie eine Röhre. Da ist auf jeden Fall unsere Pistole und das hier. Die Vitrine ist ab. Okay, das Die sieht auch Vitrine ist irgendwie abgeschlossen. verdächtig aus. Okay. Peter. Abgeschlossen. Aber wir hatten. Warte. Wo war denn hier, ne? Hatten wir nicht hier Keine irgendwo? gewöhnliche Halskette. Ja, aber hier war irgendwo. Das Relief des Schmuckstücks erinnert mich an. War hier nicht ein Schlüssel irgendwie? Ein Fernrohr für den Gipfel. Ja. Da muss. Da! Aha! Oh! Aha! Okay, ich glaube, das ist der Vitrinenschlüssel. Das ist schön. Hier. So, zeig mal her. Ah! Na bitte, jetzt lässt sich die Vitrine öffnen. Quiek! Okay. Bei der Spielzeugwaffe handelt es sich garantiert um die Röhrenpistole. Sehr schön. Was ist das hier? Das kann ich nicht nehmen. Lässt die Augen größer erscheinen und macht blind wie ein Maulwurf. Okay. Aha. Das sagt er gar nichts zu. Okay. Bei Sexhändler ist der Name dieser Band nie gefallen. Sex Sandler, das war doch der Musikverlag, mit dem er arbeitet oder so, glaube ich, ne? Okay. Quiek. Okay, nee. Warte mal. Wir brauchen noch die Piratenstiefel auch. Da. Nee. Nee, das Das muss. sieht mir nach Sherlock Holmes aus. Ja. Das muss ein einzelner Stiefel sein. Wir haben ja schon einen. Kann ich da irgendwie? Wie soll die Puppe dastehen, Bob? Weiß nicht. Ich habe noch nicht alles gefunden. Ich habe noch nicht Spielstand verloren. Möchtest du das Spiel? Ja, möchte ich. Ich habe ja noch gar nicht alles. Warte mal. Der fehlende Arm ist ersetzt. Jetzt kommt Bewegung ins Spiel. Ah, sie soll die gleiche Haltung einnehmen wie der Typ vom Spiel. Okay. Der Ätherschreiber. Ich sollte mal in den Büchern nachschlagen. Wie soll ich das Ding sonst erkennen? Dampfventil, okay. Ah, die Bücher. Warte mal. Die Bücher. Hier soll ich noch mal nachschlagen. Dann müsste er noch irgendwas sagen. Ein Eintrag im Lexikon, der kleine Steampunk-Führer. Ah, okay. Ätherschreiber, der. Ein mit einem Kristall ausgestattetes Übertragungsgerät, das Schriftgut beim Führen der Schreibfeder über den Äther schickt. Von seinem Gegenstück empfangen werden die Wörter selbst in großer Ferne zeitnah zu Papier gebracht. Hatten wir das nicht schon gelesen? Nee? Oh, ich weiß es nicht. Okay, ja, aber so eine richtige Ein Beschreibung. Eintrag im Lexikon. So eine richtige Beschreibung, wie der aussieht, ist es ja jetzt auch nicht, ne? Das dunkle Getriebe. Das dunkle Getriebe. Wer hier nach Steam Toy Story. Okay, aber zeigt er mir ja auch nichts an. Warte mal, was war das hier? Anbarische Träume. Sonst sehe ich aber jetzt hier dunkle Getriebe. Was war hier? Nee, das nicht. Hier vielleicht? Oder war das jetzt schon die Erklärung zum Ätherschreiber? Ups, zum Ätherschreiber?
Ich habe gedacht, da kommt jetzt ein Bild oder irgendwo sowas. Das war nur das. Okay. Ich würde darauf tippen, dass es das hier ist. Der Ätherschreiber. Ganz schön schwer. Ich wette, so ein Ding hat nicht mal Mr. Jonas gesehen. Alles klar, gut, dann brauchte ich erst die Buchbeschreibung. So, sehr schön, dann haben wir das auch. Brauchen wir aber immer noch den letzten Stiefel. Bin ich jetzt hier so? Achso, warte hier. Der Bildschirm erwartet die Eingabe eines Passworts. Ach, richtig. Okay, Passwort. Passwort. Ein Passwort haben wir noch nicht. Okay. Hier ist ja kein Stiefel. Kann ich hier noch irgendwas aufmachen? Oder... Warte mal, die Umkleide hatten wir auch noch. Was war hier? Ach, hier unten ist ja auch noch was. Ach. Aha. Alles klärchen. Ich habe die Liste abgearbeitet. Im Karton befinden sich nun alle Dinge, die im Schaufenster ausgestellt werden. Ja, perfekt, wir haben alles. Aber der Karton, der war ja gemein hier unten. Okay, dann... Ja, gucken wir mal. Wie soll die Puppe dastehen, Bob? Muss ich jetzt nicht... Ja, warte mal, muss ich nicht meinen Karton erst irgendwie darauf anwenden? Bevor wir die Puppe anziehen, müssen wir sie in die richtige Haltung bringen. Aber wie? Aha, also ich hätte sie jetzt erst angezogen. Wie soll die Puppe dastehen, Bob? Aber was weiß ich schon? wie soll die Puppe dastehen? Ja, ja. Okay. Aber wo sehe ich denn mein Buch nochmal? Oh. Ach, hier ist mein Buch jetzt nur. Warte mal. Kann ich nicht auf mein Buch zugreifen, wenn ich da in der Quest bin? Anscheinend nicht. Okay, warte mal. Also den nach vorne ausgestreckt, den irgendwie quer angewinkelt nach oben. Aha. Wie soll die Puppe dastehen, Bob? Aha. So, ne? Und der? So. Oder wie? War das jetzt... Nee, der war ja komplett... Das war schon... Ja, so nicht. So, ne? Okay, hier nochmal probieren. Ach, der Kopf. Oh Gott, echt? Nee. Das sieht nicht gesund aus. Hallo? So, ne? Ja, toll. Auf die Beine habe ich ja jetzt überhaupt nicht geachtet. Ich hoffe, das bleibt jetzt so, ne? Wir werden es sehen. Muss ja hier gucken. Also der war so nach oben. Der Kopf war gerade, das war gerade. Der war ein bisschen schräg. Das Bein vor, das Bein zurück. Wie soll die Puppe dastehen, ja, Bob? Ich hasse euch. So. Und so, oder? Oh, bitte bricht ihr doch nicht das Genick. So. Den nach vorne. Nein, das ist zu weit. Nein. Oh Gott. Oh mein die Gott, habe ich die mich gleiche Haltung wie auf dem Spielecover. Wenn du die Liste abgearbeitet hast, können wir Schaufenster und Puppe gestalten. Hab ich mich jetzt erschreckt mit der Musik? Ja, ich hab die. Hab ich hier. Hilf mir bitte, das Schaufenster zu gestalten. Was mache ich denn die ganze Zeit, du blöde Kuh? Jetzt kann ich wieder nicht in mein Ding gucken. Warte mal. Was weiß denn ich hier? Also er kriegt jetzt erstmal hier die Schuhe an. Komm, gib ihm die Schuhe. Hallo? Zieh ihm doch bitte die scheiß Schuhe. Okay. Ziehst ihm das Hemd wenigstens an? Okay. So, den Stock war in der Hand, ne? Wieso geht das nicht? Man weiß es nicht. Was er ist. Was haben wir denn hier noch? Die Weste im Zweifelsfall drüber. Nö, will sie nicht. Hose? Aha. Hose geht. Ach so, das ist eine Latzhose. Alles klar. Jetzt die Weste? Ja. Okay. Das Cape? Boah, warum nicht? Macht's mir doch nicht so schwer jetzt hier, bitte.
Zieh doch das scheiß Ding. Ach nee. Ach nee, doch, das war mit Perücke. Brille? Aha. Okay, erst die Brille. Von mir aus. Aha. So. Könnten wir jetzt das Cape anziehen? Warum ziehst du das Cape nicht an? Man weiß es nicht. Weiß ich nicht. Ich kann ja hier nicht gucken. Das ist doch schrottig. Warte mal, die Ätherpistole hat er hier, ja. Achso, hier ist auch noch das Bärtchen, ne? Alles Klärchen. So, noch ein Hut. Okay, noch ein Hut. Kriegst du jetzt hier den Stock? Ah, da vorne. So, dann haben wir den. Den hat er doch so nicht gehalten, den Stock. Naja, okay. Sind wir mal nicht so klein. Ich, jetzt vielleicht die Schuhe? Sehr schön. Möchtest du jetzt das Cape? Nö. Uhr. Okay. Tock, tock, tock. Alles klar. Ist eine Bombe drin. So, jetzt. Voll der Fledermausmann hier. Jetzt habe ich noch Krieg der Welten. Ich weiß nicht, wo das hingehört. Den Ätherschreiber habe ich jetzt auch noch. Ach so, warte mal. Das, ah, hier. Alles klar, das kommt hier hin. Okay, what's up? Den Zeppelin. Nein, Zeppelin da. Hm? Das Buch, weiß ich nicht. Hier irgendwo auf die Tonne. Ich habe Angst, wenn ich jetzt das Bild verlasse, dass dann alles weg ist, ne? Aber hier ist doch... Sind das zwei Haken, oder? Wo hat er denn den Ätherschreiber gehabt? Ach, hier. Okay. Der passt darauf. Und jetzt haben wir noch das Buch. Wo soll das hin? Okay, das werde ich jetzt sinnlos ausprobieren, glaube ich, oder? Ah, da oben. Wo ist sie denn jetzt hin hier? Okay, auf jeden Fall, ich habe hier schön gemacht und sie ist abgehauen. Na wunderbar. Wo ist denn die Maus? Hier ist die Maus. Stimmt was nicht? Ich kenne das Passwort für den Rechner nicht. Dabei wollte meine Freundin einen Hinweis hier lassen. Vielleicht ist er näher, als du denkst. Dankeschön übrigens, dass ich dir geholfen habe. Ohne Passwort können wir den Rechner nicht benutzen. Okay. Ohne Passwort. Das Passwort könnte sich also aus einem Vor- und einem Nachnamen zusammensetzen. Was war das? Erfinder? Das Passwort der Pferdestärke. Also das war James Watts. James Watts. Bin ich mir fast sicher. Ich weiß mal was. Kann ich das schon eingeben? Oder muss ich erst noch einen Hinweis darauf finden? Oder James Watt? Was? Endlich haben wir Zugang zum System. Ja! Ich brauche den Strichcode für das Ding, das du mir gezeigt hast. Ich brauche den Strichcode für das Ding, das du mir gezeigt hast. Das hier, ne? Ah, du hast dein Exemplar mit Strichcode gefunden? Ich werde ihn gleich einscannen. Ja, den hattet ihr doch hier in euren Dingern, hör mal, Mädchen. Es handelt sich um ein Original-Filmrequisit, das im letzten Jahrhundert für Probeaufnahmen hergestellt, aber nie eingesetzt wurde. Hier steht... Arachnokenix sollte ein klassischer Horrorstreifen werden. Doch die Produzenten stoppten den Bau realer Modelle und setzten fortan auf Computertricks. Bestehende Entwürfe von Jay Fiddler verschwanden. Obwohl Fiddlers Tage in Hollywood gezählt sind, schätzen Sammler seine Arbeiten. Steht da auch, wer den Artikel erworben hat? Gib mir eine Minute, dann kannst du selber nachsehen. Ich muss aber jetzt nicht eine Minute warten, oder? Das Ding hattet ihr hier in euren Schubkästen, Kind. Wie ich sehe, ist Nora Benchman aus Rocky Beach eine treue Kundin und hat in den vergangenen Jahren viel gekauft. Sie ist auch die Einzige, die sich für den gescannten Artikel interessiert hat. Ach, Madeline, du bist ein Engel. Aber jetzt muss ich zurück nach Rocky Beach. Rocky Beach? Ach, eines Tages musst du mir erzählen, was das alles zu bedeuten hat. Oh mein Gott. Agentur Nora Benchman.
25 Jack Arnold Boulevard, Rocky Beach, Kalifornien. Okay, es geht also in eine Agentur. Jo, Kind. Dankeschön. Sie hat nichts mehr zu sagen? Okay. Dann denke ich, können wir hier abhauen. Es geht in eine Agentur. Ich hatte ja schon vermutet irgendwie. Bis ich zurück in Rocky Beach bin, ist es spät. Ich bin gespannt, was Justus und Peter zu meinen Rechercheergebnissen sagen. Oh. Hi, Bob. Ich bin noch bei Kelly. Mein Akku ist leer. Ruf mal Justus an. Klang etwas wirr. Peter. Ach, schreibt er jetzt von Kellys Handy oder was wird das hier? Ach so, ja, weil sein Akku fast leer ist. Das könnte natürlich sein. Ich werde Justus von unterwegs anrufen. Also meine Vermutung geht ja dahin, dass das mit dem Riesenkraken hier ein Riesenwerbegag am Ende ist. Ne? Jetzt geht's in der Werbeagentur. Wer hupt da so blöd? Ah, okay. Wir fahren. Nachdem Bob seine Mission Steampunk erfüllt hat, geht es zurück nach Rocky Beach. Und das habe ich der reizenden Madeline Stark zu verdanken. Wir sind beide auf den Namen Nora Benjamin gestoßen. Die Dame leitet eine Werbeagentur und ist das Bindeglied zwischen dem Kraken, Clarks Gebaren, Fiddlers Filmen und dem Strandfest. Wir sollten Nora Benjamin morgen einen Besuch abstatten. Aber jetzt will ich erst mal in mein Bett. Bob tut gut daran, den nächsten Schritt zu vertagen. Schließlich müssen alle drei Detektive Schlaf nachholen. Während sie, laut Peter, ausgiebig an der Matratze horchen, macht der Krake neue Schlagzeilen, wie der Blick in die Morgenzeitung verrät. Oh, Rocky Beach Today. Riesenkrake vor Rocky Beach. Professor Clark, Kryptozoologe, nach Tentakelattacke. Im Fall einer Mutation sind Vorstöße an Land nicht auszuschließen. Okay. Unterschätzte Gefahr. Es ist noch früh am Tag, als sich Justus, Peter und Bob vor der Werbeagentur treffen, zu der gleich zwei Spuren geführt haben. Just, hat dieser Diethyläther dein Zeitgefühl durcheinander gebracht oder warum scheust du uns so früh hierher? Peter, du weißt doch, dass Justus keine Wörter mag, in denen Diät vorkommt. Euer reges Interesse an meinen Befindlichkeiten in allen Ehren. Aber heute Morgen war zwischen Onkel Titus und Tante Mathilda noch immer dicke Luft. Ach, darum sollten wir uns hier vorm Gebäude treffen. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass um diese Zeit schon jemand im Büro ist. Okay. Sind wir jetzt vorm Gebäude? Sieht eher aus, als wären wir im Gebäude. Und hier wohnt Kevin, aber Kevin ist nicht da. Wie es aussieht, ist Kevin im Urlaub. Hallo. Wie unschwer zu erkennen ist, sitzt hier sonst ein Kevin. Ja, das habe ich auch schon erkannt. Der etwas zu feiern hatte und von Hawaii träumt. Wie kommst du ausgerechnet auf Hawaii, nur weil da Aloha stand? Was spinnst du, Peter? Mir ist fast das Herz stehen geblieben. Meines hat immer noch nicht wieder eingesetzt. Entschuldigung, es war keine Absicht. Keine Ahnung, warum der Ballon geplatzt ist. Vielleicht lag es am Draht. Mhm. Kann ich hier irgendwas haben? Pins? Computer? Düfte? Irgendwas? Schublade? Nein? Kevin? Auch nicht. Okay. Also, Kevin wohnt hier, ist aber nicht zu Hause. Was haben wir hier? Sieht so die Zukunft aus? Das denn? Hyperway 2050? Flow of Operations? Es gibt tatsächlich Erwägungen, elektromagnetisch angetriebene Hochgeschwindigkeitszüge auf Luftkissen durch Stahlrohre zu schießen. Zur Beförderung wird Unterdruck erzeugt, wie bei Rohrpostsystemen. Krass. Krass. Total krass. Okay, hier haben wir ein Bild. Was haben wir hier? Hier wird man an die Zeit vom großen Goldrausch erinnert. Ja, damals war Kalifornien das Ziel vieler Glücksritter. Umweltschutz war den Goldsuchern wohl völlig fremd. Ach Gott, Peter, jetzt fangen wir nicht an. Berechtigter Einwand, Zweiter. Bei der Goldwäsche wurden Unmengen giftiges Quecksilber eingesetzt, um Staub zu lösen. Das hat Flüsse und Seen schwer belastet. Keine Frage, dass die Freisetzung von Quecksilber unser aller Gesundheit gefährdet. Umweltschutz war den Goldsuchern... Okay, was ist das jetzt hier noch für ein Ding?
Das ist irgendwie auffällig hier, dieses Teil. Okay, kann ich aber nichts mitmachen. Was haben wir hier für eine Tür? Oh, was ist denn hier? Ist das... Ist das Blut? Da stimmt etwas nicht. Wir müssen ins Büro. Ja. Ah, okay. Was guckt ihr mich so erwartungsvoll an? Mein Dietrich-Set liegt zu Hause. Ich hatte heute Morgen gerade mal Augen für meine Socken. Die sind auch sehr apart, Peter. Aber du bist nun mal unser Spezialist, wenn es um das Knacken von Schlössern geht. Also gut, wir sehen uns nach etwas um, was meine Dietriche ersetzt. Ihr wisst, ich habe gern unterschiedliche zum Ausprobieren. Aha. Da liegt wahrscheinlich einer hinter der Tür und verblutet jämmerlich oder ist schon halb tot. Der Kopf hängt daneben. Ein Auge ist rausgequollen, aber die Herren möchten jetzt erstmal Dietriche suchen, anstatt die Tür einfach einzutreten. Ich würde ja vielleicht die Polizei rufen, aber hey, ich gehöre ja hier nicht dazu. Wir brauchen also Dietriche oder wie? Okay, was haben wir hier noch? Hier geht es um die Geschichte des Geländes der PR-Agentur. Mhm, Post Office. Aha. Früher stand hier eine Station, um in alle Welt zu telegrafieren. Ein solides Bauwerk mit einer damals modernen Beförderungsmethode für Briefe und kleine Pakete. Der Rohrpost. Das Gebäude beherbergt Unternehmen, die ganz im Zeichen der Kommunikation stehen. Dabei spielt Informationstechnik eine immer größere Rolle. Okay, was haben wir hier unten? Nix. Pferde. Kühe. Menschen. Keine Ahnung. Das Bild hier auch noch irgendwas? Nein. Okay, kann ich denn hier irgendwie da hinten lang? Kann ich... Nee. Wo soll ich denn hier Dietriche finden? Warte mal. Das könnte... Büroklammern sind zum Schlösserknacken nur bedingt geeignet. Wo könnte ich diese dran machen? Keine Ahnung, hier an den Draht? Als Dietrich nicht schlecht. Aber ich müsste ihn irgendwo befestigen. Ja, an der Büroklammer? Büroklammern sind zum Schlösserknacken nur bedingt geeignet. Wo könnte ich diese dran machen? Ach, Peter, mach's mir doch nicht so schwer. Okay, also da bin ich schon mal richtig, auf jeden Fall. Ach, guck mal jetzt. Oh, ich kann an die Schublade. Die Instruktion, die Montage, der Schreibtisch. Das Jahr der Ausgabe. Damit werden bei der Montage lose Teile festgezogen. Vielleicht taugen sie als Dietriche. Ja, pack mal ein. Ich brauche aber noch andere. Ja, für mich sind das zwar eher Imbusschlüssel, aber okay. Ja, du willst das hier, oder? Ach, jetzt? Ach ja, guck mal. Guck mal einer. Guck mal einer, schau mal da. Da haben wir doch schon 6 von 7. Kann ich hier noch eine Schublade öffnen? Kevin, was sagst du dazu? Kevin sagt gar nichts. Okay, den Marker kann ich auch nicht haben. Die Pins kann ich auch nicht haben. Aber ich kann sonst nirgendwo hin. Da hinten in die Ecke geht's nicht. Und wir brauchen noch einen Dietrich. Ach, warte mal. Das da? Jo, oh mein Gott. Lieben Dietriche. Naja, ihr seid Stellvertreter. Dann will ich mir das Schloss mal vornehmen. Ach du Scheiße, das ist nicht dein Ernst, oder? Alter, das war ein Kleiderhaken oder so, das ist doch kein Dietrich. Na gut, gucken wir mal, Dietrich. Ja, und wenn wir den Alarm auslösen? Gibt es hier eigentlich Kameras? Blut auf dem Boden bedeutet Gefahr im Verzug. Falls wir auffallen, überlass dir das Reden einfach mir. Ich knacke das Schloss. Hoffentlich. Na? Was? Also? Seid ihr bescheuert? Kollegen? Ich höre. Oh, Peter, halt die Fresse, ey. Ich weiß es jetzt schon nicht mehr. Und dann? Dann lasst mal hören. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Wie soll ich mir denn das merken? Ich höre.
Das war verkehrt. Ach was. Nochmal. Nochmal von vorne. Ach nein, nicht ganz von vorne. Na? Peter, das kann ich nicht. Das wird zu viel. Und die beiden hier kommen ja auch noch. Das war verkehrt. Nochmal. Also? Das war verkehrt. Nochmal. Diese Geräusche, ich kann mich da gar nicht konzentrieren. Ding, 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 tschick, tschick. Ich kann das nicht. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Waren das jetzt zweimal oder einmal? Und jetzt? Da oder nicht? Und jetzt? Ich weiß es nicht. Das war verkehrt. Nochmal. Okay. Kollegen? Unten war jetzt noch einmal. Und jetzt? Das war verkehrt. Nochmal. Der war zweimal. Ich höre. Ich kann das nicht. Das war verkehrt. Oh, nochmal. Komm, ey. Also? Der war zweimal, der war einmal. Das war verkehrt. Nochmal. Na? Dong, dong. Kollegen? Ja, und jetzt der da oben, ne? Das war ja verkehrt. Nochmal. Dann lasst mal hören. Ich kann das nicht. Das war verkehrt. Nochmal. Ich muss erst hier rüber, ne? Ich kann mir das nicht mehr. Also? Das war leck verkehrt. Mich fett, nochmal. Ey. Nee, sorry, Leute, ich kann mich. Ich höre. Durch diese Geräusche kann ich mich überhaupt nicht konzentrieren darauf, ey, weil ich das so unglaublich witzig gerade finde. Dieses tschick, 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 ding, ding. Es gibt ja eine Melodie am Ende. Das hilft ja mir, dass ich mir das merken kann. Aber ich kriege das gerade nicht hin. Ihr Lieben, wir werden, oder ich werde die Folge an der Stelle beenden. Wir machen weiter beim nächsten Mal. Es kann sein, dass ich mir für dieses Rätsel hier dann einfach mal flott eine Lösung suchen werde. Ich kann das nicht. Es ist einfach zu witzig. Ich hoffe, dass, ja, was auch immer ich hoffe. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch. Und bis dahin. Eure Train.